Ihre, man kennt die doppelt. So, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Um ein besseres Erlebnis zu haben, spiele mit Kopfhörern und schalte das Licht aus. Ja. So gut es geht. And we have breaking news that arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Bin so safe am Arsch. Ja, Bro, heute ein bisschen anders. Ich hab gesagt, vielleicht später spontan das bei der Late. Aber heute erstmal Evil Inside. Ich hab Bock auf ein Horrorspiel wieder mal. Und das bei Daylight hat, nervt mich einfach nur. Die ganzen. Ich. iPhone. Dead by Daylight nervt mich das ja einfach so. Ich habe heute 3 Runden gespielt und nach diesen 3 Runden hat wieder so die Schnauze voll. Hello? Hi, it's Mark. Me. It's been a long time since what happened to your mother. That happened many months ago. Are you better? Yeah, yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Das Spiel habe ich noch nicht angezockt, gar nichts. Wenn dir Silent Hill PT etwas sagt, es soll angelehnt zu sein. Oder es soll angelehnt daran sein. Also bei dem Spiel bin ich komplett von null. Von null. Hast du gesehen, Mann? Ich hab mich gerade so geil hingekackt. Wo kann man die Mausempfindlichkeit höher stellen? Aber diese Musik ist wieder so eklig, eklig. Was mich gerade abfuckt, ist, dass diese Dame in der Nähe von einem Brunnen gefunden wurde. Und für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich ein Problem habe mit Frauen mit schwarzen langen Haaren und Frauen, die aus dem Brunnen kommen. Ich habe in meiner Kindheit als einfach so ein Erlebnis mit Ding. Ja. Ich habe halt noch gar keine Ahnung wegen Steuerung oder sowas oder was ich drücken muss, um irgendwas. My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Also ich muss schon jetzt anfangen zu sagen, diese Geräusche gehen mir jetzt schon auf den Sack. Mom? Jackie? Ich hätte die Vorhersage eventuell länger lassen sollen. War jetzt ein bisschen doof. What the hell?
Also wäre das kein Horrorspiel, würde ich sagen, der Keller ist richtig geil. Voll chillig, jetzt noch schön so Xbox hier, dann hier mies mit Kollegen, FIFA-Turniere starten, Billard zocken, Parallel. Stabil ist dieser Keller. Oder ungefähr ja, ungefähr 36 wird es sein, Alter. Wenn ich mich vorher erschrecke, zählt das nicht. Ich hab Angst, mich umzu... Bro, ich garantiere für nichts. Ich hab mich eben auch erschrocken. Außerdem zählt das erst ab 36 fängt es an. Für alle, die auf Steam eine schlechte Wertung für das Spiel geschrieben haben, verstehe ich nicht. Fühle ich nicht. Ich hab Schiss, dein Urgroßonkel. Das ist so fucking creepy, ne? Das ist jetzt schon so fucking creepy einfach. Oh mein Gott. Junior, was geht? Warum dieses Geräusch? Ja, ich muss mich meistens raustabben. So, ich muss auch gucken, wann meine... Oder schreib mir mal bitte einer, wann die Vorhersage vorüber ist, ja? Dass ich dann weiß... Die Vorhersage hat nicht... Also, der Timer dafür hat noch nicht begonnen. Aber hier, Martin... Ich muss sagen, wenn man an PT denkt, und ich habe das ja vor kurzem gezockt, ne? Es kommt sehr gut dran, ich schwöre. Ist der Timer vorüber? Also... Leute, ist die Vorhersage, ist die Zeit abgelaufen oder könnt ihr noch Punkte reinsetzen? Ne, noch nicht. Okay.
Okay, jetzt ist abgelaufen. Ja, was? Hä? Soll ich jetzt selber gucken? Nice. So, Leute. Ab jetzt 10 Minuten, also bis 46, habe ich Zeit, mich nicht zu erschrecken. Wo ist das Ding so tief? Kann ich nicht. Hier ist Fenster. Okay, nice. Jetzt scheinbar. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt Schlüssel suchen muss oder nicht. Falls ja, dann sehe ich es ja gleich. AMK, woher diese ganzen Geräusche lang? Ach, hier ist doch noch Rätsel lösen. Der Punkt ist, ich weiß nicht, hingen die Bilder vorher schon hier? Irgendwo müssen hier Hinweise sein. Okay. Korrekt, Bro, danke. So, ey, wir müssen irgendwo... Moment, ich hab ne Idee. Weil die Uhr hat eben komische Geräusche. Kackst du dich schon an? Ich schwöre, ich hab richtig Angst. Gibt's ein Sekunden-Ding noch? Okay, da gibt's halt keinen Sekundenzähler. Ach, das ist eine 7, ich wollte gerade sagen. Ja, das Problem ist... Nur für dich. Soll ich Pony auch anmachen? Okay, wir versuchen es mal andersrum. Die 10 Minuten laufen. So, ja, okay, warte, wir versuchen es anders. 39. Ah, das ist ja nicht die letzte Vorhersage. Es werden noch welche kommen. Ne, immer noch nicht. Ich würde auch schneller laufen, aber kann ich nicht. Kann nur so. Geht halt ganz so, als ob der einen LKW fährt. 21:59, Moment. Das war echt komische 59. Die können die Uhr nicht lesen.
oder so hübsch, aber danke. Sie gerne. Selber hübsch. Alter! Okay. Leute, das tut mir leid für eure 10 Minuten, aber das ist jetzt nicht die letzte Vorhersage, also easy. Ihr könnt halt, wie gesagt, ihr könnt gerne miträtseln. Das Doofe ist aber das Spiel. Oh, hör auf, so eklige Geräusche von dir zu geben. Ich hab halt ehrlich keine Ahnung, was woher Hinweise. Ist hier irgendein Hinweis versteckt? Natürlich nicht. Ich habe auch nichts bekommen, was ich irgendwie lesen kann oder so. Das fuckt halt auch ab. Wobei, ey, Moment. Ja, okay, das. Hier ist nichts. Hier kann ich nicht rein. Hier ist Tür zu. Ey, Leute, ich habe gar keinen Plan. Das Kind. Das ist schon creepy. Aber jetzt im Ernst, woher die Kraft? Ich musste bis jetzt noch nicht mal eine Sache lesen. Wir gucken uns jetzt alles von Anfang an einfach an. Vielleicht sehen wir irgendwelche Hinweise. Nein. Das Einzige, was wir noch versuchen können, ist 59. 59, 21. Ja, ich habe keinen Plan von Amerikanisch, aber 0 9. Du bist nicht dabei. Ist nicht schlimm, irgendwann bin ich dabei und dann schaffst du es auch. Nee. Aber warte, 39 wann? Ja, mit dem Telefon ist... Ich kann damit nichts machen. Gar nichts. Really? Really? Okay, das Drehsystem, sage ich im Voraus, ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht für PC gemacht, sondern für Konsole. So. Okay, lila, grün, bordeaux-rot und blau. So. Das hier voll, oder pink eher gesagt. Das folgt zu. 2. Grün. Neun. Hier das Bordeaux-Rot führt nirgendwo hin, also ist es dann gelb, warte, so. 5. Eins. Also wenn alles passt, dann müsste es 2, 9, 5, 1 sein.
Können wir das Kreuz mitnehmen? Brett. Ja. So, Freunde. Ihr habt nochmal die Chance. Aber bis jetzt wirkt das für mich so, als ob das unser Ziel ist, Teile von dem Ouija-Brett zusammenzusammeln. Also so bis jetzt war so das Einzige, was wir gemacht haben. Ich schwöre, bis jetzt... Wait a minute. Die Geräusche sind schlimmer als das Spiel selber. Gehen wir erstmal ins Bad oder gehen wir da hinten, weil da ist ein Zettel. Gehen wir erstmal ins Bad. Wir nehmen den geraden Weg. Ey, was sind das für Geräusche, bitte? Aber seht ihr, das ist das, was ich meine. Ich spam F. Ich kann nichts machen. Was ist für eine Mission gut? Kann ich mal ein bisschen Toilettenpapier abziehen? So. Dumm. Moin, Maciek. Die Aussage hat apropos noch nicht begonnen, ne? Alter, gebt euch mal diese Kacke hier. Macht doch kein Auge, Land! We saw it. Bloodborne. Ich habe Bloodborne nie gespielt, leider. Ich habe halt nie die PlayStation gehabt. The Gap and the Wall. Leute, was heißt einmal an Leute mit Englisch? Was heißt The Gap and the Wall? Okay, also muss es einen Spalt geben im Badezimmer oder was? Seht jetzt auch nicht, ne, dass hier irgendwas ist, oder? Gehen wir mal hoch auf die andere Etage. So, Leute, um 19 Uhr ist die Vorhersage vorbei, ne? Merkt euch das. Da ist ein Loch in der Wand. Ich möchte nicht an diese Glory Hole. Wait a minute. Ich habe das Gefühl, wir sind im Brunnen. Glory Hole? Wow. Ja, wir haben bei Scary Movie 2. Ne, eins war das, wo der auf der Toilette so zugehört hat. Haben wir gelernt, dass es ins Ohr gehen kann. Ey, kein Frauen weinen. Und kein Brunnen!
Ja, der eine sagt, es geht ins Auge, ich sag, es geht ins... Ich hasse das, ich hasse Brunnen, ich hasse... Frauen, die verbunden sind mit einem Brunnen. What the fuck? Ja, yeah, what the fuck? Flashback? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur in diese Glory Hole geguckt. Gar nichts. Nur in diese Glory Hole geguckt und dann kommt diese Brunnen. Was ist toll, dankeschön. Ey, aber wenn... Also jetzt mal Spaß beiseite. Ah, danke. Jetzt retten dich auch nicht mit die Herzen. Also, ey, aber jetzt ganz kurz, wenn das Ziel ist, ein Ouija-Brett zusammenzufinden, dann hoffe ich, das sind sehr, sehr viele Teile. Ansonsten wird das ein sehr, sehr kurzes Spiel. Was du? Kommst Flashbacks, Mädchenumkleider und so. Triebtäter. Kennst du doch. Ich hab gar nichts gemacht. Also, soweit ich weiß, zuvor. Jobane Wrot. Seht das als Erschrecken, Chat? Boah, es ist dunkel. Warte, da ich konzentriere mich jetzt extra darauf, nicht erschrecken. Schwein. So. Ich hab die jetzt gestartet, von 19 Uhr aus. 10 Minuten, Leute. Nicht erschrecken, ihr wisst Bescheid. Ich schwöre, ne, da wird so ein Jumpscare kommen, ne? Da wird so ein ekliger Jumpscare kommen jetzt. Also, ich bitte um Verzeihung, dass ich nochmal kurz weggehen muss. Aber ich muss kurz Fenster zumachen, weil meine Nachbarn dürfen sich sowas nicht anhören. Bis gleich. Ich kann nicht mehr. Wenn einer kann, dann... Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Kann einer das klippen? Ansonsten mach ich das später selber. Ey, das war krank. Das war anders krank. Bei Gott, das war anders krank. Aber es war vor der Zeit. Die Zeit beginnt erst ab 19 Uhr. Ab jetzt fängt das mit dem Erschrecken an. Und ja, ich rauche in dem Zimmer, aber heute ist Ausnahme. Das Spiel macht gerade zu krass Spaß. Ich hab Todesschiss und meine Eier. Aber es ist geil. Geil, komm Mutti. Guilty? I'm not my father. Thank you.
Ja, wir haben 19 Uhr und ich habe mich erschrocken vor 19 Uhr. Also, die Vorhersage läuft ab 19 Uhr. Und ich habe ganz genau geguckt direkt danach. Dankeschön, Martin. Alter, was kommt für... Der hat Probleme mit den Rohren. Hier im Bad können wir halt wirklich gar nichts machen. Gar nichts. Hier können wir auch nicht aufmachen. Yeah. Was ist das für eine verzögerte Taschenlampe, ja? Ja, Mann, jetzt kann ich den Killer blenden. Kann ich die an- und ausmachen? So krass viel bringt die Fläche jetzt aber auch nicht. Oh shit. Oh shit, jetzt auch noch dunkel. Drei Minuten, ты ещё жив? Походу, кримеры страшные. А ещё как? Ey Leute, wenn es etwas in Horrorspielen gibt, was immer zu weit geht, das ist Babygeheule. Die Frau mit... Was ist denn da gerade? Was ist mit Baby nicht richtig? Und ja Leute, einer hat gewonnen. Bei der nächsten Folge werde ich... Dann wird es auch ohne diese Pausen halt passieren. Ich ziehe zweimal meine Kippe, weil die fällt mir sonst auf den Schoß. Alter, also... Was ist mit diesem Baby? Ja, dunkler Keller. Ja, geil. Geil, kein Problem. Ich muss ja nicht irgendwie noch abends schlafen, ne? Warum ist das rot? Machen wir erst das Licht an? Easy. Ja, Mann, wir machen erstmal Licht an. Warum können wir das Licht nicht anmachen? Ich muss echt sagen, so grafisch ist das Spiel halt, geht so. Also das ist so mein persönliches Fazit an das Spiel. Grafisch ist okay, aber von also könnte besser sein, aber von der Geräuschkulisse, von den Jumpscares, abnormal abartig. Haben wir ein Inventar oder so? Irgendwas stimmt mit dieser Tür nicht. Müssen wir wieder zurück? Oder können wir das Ouija-Brett hier zusammenbauen? Irgendwo. Warum sagt ihr außerdem schuldig? Es hieß doch, der Vater hat die gekillt. Sind wir eigentlich der Mörder?
noch mal im Keller. Okay. Wo soll ich denn gucken? Also ich habe das Buja-Teil habe ich ja aufgehoben. Spielen wir jetzt Billard gegen Geist? Die 8 muss in die Mitte, by the way. Dass du es gesagt hast. Nicht? Werde Licht? Warum macht man zum Fick Licht an, wenn das nicht angeht? Welche Lampe? Hier die? Oder unten im Keller? Ich bin schon 5 Mal aus diesem Keller rein und rausgekommen. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Maciek, und jetzt? Ich habe das Ouija-Teil da aufgenommen. Nee, es muss scheinbar irgendwie jetzt... Stabil. Also ich... Wenn wir jetzt von der Lampe aus, also so, es muss oben irgendwas sein. Weil was anderes kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Aber für was zum Fick machen wir Licht an, wenn dieses scheiß Licht nicht angeht? Was ist mit Bad oder Küche? On my way. I still remember these old... Aber ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr stark geklaut von, also die Location. Die Location ist sehr, sehr stark geklaut von PT. Klar, ist ein bisschen abgeändert, weil es viel zu auffällig wäre. Nee, geht gar nichts. Gar nichts. Bruder, ich hätte schon 5 Mal meine Beine in Hand genommen. Wer hätte Kopfsprung durch irgendein Fenster gemacht und ciao, Kakao. Baby mitnehmen. Ich gehe halt davon aus, dass wir da durch müssen. Aber jetzt müssen wir halt gucken, wo es halt lang geht. Ob es hier vielleicht? An dieses Kästchen kann ich nicht. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal, wenn ich von der anderen Seite komme, ist Küche auf. Wollt ihr mich... Ey, wenn die aus Fernseher kommt, ne, ich... Das geht zu weit. Spiel! Geist, lieber Geist. Was ist das denn los?
Geist, lieber Geist. Bruder, ich hasse The Ring. Ich hasse diesen Film. Heute, ich kann mir den noch halbwegs angucken. Aber Amanah Sucuk, ich habe Angst davor. Ich hasse immer noch bis heute Frauen mit schwarzen langen Haaren so vorm Gesicht. Was für Spiegel jetzt? Я ждала, что телефон... Я не знаю, что тут звонить. Hast du Ring gesehen? Das ist der neue... Ja, ja, hab ich gesehen. Aki, du hast das Video gesehen. In 7 Tagen wirst du sterben. Bruder, ich reich das an irgendjemanden weiter. Damit kann man dich retten. Ich wette... Guck mal. Jetzt ist passiert. Diese Beine werden schon weggezogen jetzt. Warum? Weil das Spiel... Haben wir es alle nicht gesehen? Ja, stimmt. Ihr kleinen Ratten. Alle, die gerade zugucken. Alle. Ich, 8 Zuschauer. Ihr seid alle mit in diesem Kack. Ich wusste das. Was ist das für eine Musik? Nur passiv. Ja, bleibt. Man muss auch... Stimmt, bei Samara musste man auch aktiv das... Was ist das? Das Spiel denkt wirklich jeder hin. Ich will da liegen. Ich will da liegen. Erkennt ihr diese Fische mit diesem Licht hier oben drauf? Als ob ich auf die zugehen muss. Du bist die Beute, ja. Wie war das bei Ghost Movie? Ihr habt meine Mutter beleidigt. Die Geist hat meine Mutter beleidigt. Hör auf damit! Das Problem ist bei... Es lang! Verdammte Scheiße, muss ich die jetzt jagen? Komm, Motherfucker! Du, Motherfucker, kannst dich boxen, komm! Komm! Digga, man kann seine Mama lieb haben, vom ganzen Herzen, etc. Aber das ist doch nicht mal deine Mutter, Bro. Geh rückwärts. Bis jetzt bin ich Michael Jackson, dass ich rückwärts laufen muss, oder? Boah, aber die sieht schon creepy aus, Mama. So viel Skrillex gehört, so. Dann kann die nix. Ja, was kann die denn sonst? Kann mir auch so nix. Gar nix. Okay. Ach, nicht erschrecken. Mal besser um hier. Radio können wir nicht anmachen. So in jedem Horrorspiel ist immer dieselbe Sache. Immer alles ungespült. Wisst ihr, diese ganzen Horrorspiele, ne? Das ist jetzt Weisheit mit Aki. In jedem Horrorspiel, wo es um eine böse Frau geht, als Geist, es ist immer ungespült. Was für ein Fazit ziehen wir uns daraus, meine Freunde? Immer schön spülen. Ganz einfach. Einfach spülen, dann habt ihr das Problem nicht. Hi, Agi. Hi. So. Einfach spülen, dann habt ihr keine Probleme mehr.
Spülmaschine. Meinst du vielleicht BTW? Also hier by the way? Oder. Was ist FTW? Ja, dann Spülmaschine einräumen, scheißegal. Die Tür war eben nicht offen. Sehen wir von dort aus. Alter. Anu, sofort zurück. Dreh dich doch wieder zurück, Alter. Da wäre schon ein Teil vom Ouija-Brett drin. Moment, wir gucken uns erstmal vernünftig an, hier oben, damit ich nicht 50 Mal hoch und runter laufen muss. Aber ich glaube, hier habe ich nichts, oder? Nö. Ich vergiss die Kerze nicht. Kann ich die mitnehmen? Ich kann mit der Kerze nichts machen, was soll ich denn machen? Ach so. Kann sein. Können wir ja gucken jetzt. Alter, also für so eine kleine Pfütze Blut, Alter, aber jetzt diese Geräusche, als ob du durchs Meer gehst, Alter. Nee, mehr kann ich leider nicht anzünden. Klappt nicht. Leute, die Vorhersage ist vorbei, glaube ich, ne? Okay. Kann ich halt auch nichts mehr anzünden. Gar nichts. Oh, ich hab so geil. Oh, nö. Also im Endeffekt, solange diese Madame aus dem Keller rausbleibt, juckt, gib mir das am Arsch vorbei. Diese Tür sich anhört, diese Tür hört sich ein bisschen so an wie dieses Wait a minute. Wieder da, habe ich was verpasst? Ja, Bruder, einiges. Einiges hast du verpasst. Batteries for my lantern. Ja, was also nächste Aufgabe ist. Okay, wir. Also wenn euch das Spiel gefällt, können wir das auch morgen gerne weiterspielen. Bruder, ganz ehrlich, ne, mit deiner Angst vor Clowns, ne, hättest du spätestens hier angefangen zu weinen. Only my mom knows that I'm scared of circuses. Nur meine Mom. Why is she doing it? Kann
ich wieder zurück? Kann ich wieder die Musik zurücktauschen? Der lacht auch noch wie so ein Psycho. Ey, ich krieg grad anders Gänsehaut, ne? Schlimmer, dein Basis, Bro. Alter, was für eine kranke Scheiße geht ja ab. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, dann auf euren Wunsch ziehe ich das Spiel durch. Müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo Batterien haben. Eigentlich. Alter, ohne Licht ist krass. Ohne Licht ist krass. Aber eigentlich schade, dass es halt so ein kurzes Spiel ist. Ich dachte mir, es wird länger sein. Oh nein. Was war das? Was passiert hier gerade?
Hä? Stellt euch mal das Spiel mit VR-Brille vor. Alter, was für eine kranke Scheiße, Alter. Boah, stellt euch mal ohne Spaß. Hört man mich noch? Ja, okay. Ey, stellt euch mal bitte für eine Sekunde vor, dieses Spiel in VR-Brille. Boah, derjenige, der das durchhält. Eier. Bei Gott, Eier. Eier. Stimmt, du schaust ja noch mit Kopfhörern zu. Wie ist das? Wie fühlt sich das an für dich? Martin, gib mal Statement. Diese Geräusche sind anders eklig, ne? Okay, uns fehlt noch ein Ding. Und ich glaube, das ist dieser Schieber. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ich würde niemals, ne, ist egal, für wen. Ich würde niemals mit so einem Dingens experimentieren. Mit so einem Ouija-Brett. Einfach gar nicht. Ich schwöre, diese Tür hört sich einfach an wie... Wait a minute. Ist der Typ besoffen oder warum schwankt er so? Bruder, lauf. Ich werde nicht. Ich will da nicht hin, Mann. Bin ich jetzt tot? I said, don't look back. Ja, ist okay. Geh halt den geraden Weg. Habe ich mir das gerade eingebildet oder sah es vom Schatten aus, als ob jemand hinter mir steht? Ich drehe mich nicht um, bei Gott, ich drehe mich nicht mehr um. Nee. Nee. Okay. You said I don't do this. No problem. You say don't look back, ich gucke dich zurück, kein Problem. Habe ich auch nicht mehr vor. Ich werde in den Bogen gehen. Ey, wenn ich in den Bogen gehe, dann zählt das nicht, ne? Was ist denn? I said don't look back. Ja, was ist denn jetzt? Kann ich jetzt irgendwas mit diesem Ouija-Brett machen? Geist, lieber Geist. Warum ist die Taschenlampe wieder leer? Ach stimmt, weil wir cooles rotes Licht haben. Moment, wir können das ja anpassen. Wir können ja richtig auf
auf cool machen. Aber nachholen. Ah, nee, die hat gesagt, don't look back. Nee, also. Wobei, komm, wir lassen einfach so, wie es ist. Ich hab grad. Rückenschauer, sein Urgroßonkel. Ey, Gustav, ne? Wachs dich. Nee, Leute, sorry. Nee, so geht nicht. Ich dachte mir so in einem Moment so, wenn ich das mache, dann ist das voll cool so, ne? Aber dann so, wenn ich dann wirklich in diesem roten Licht sitze und verbunden damit... Ballernheim! Dein Gustav, wo schon? Конечно, Gustav... Nein. Ja. Eigentlich hätte ich gesagt, nicht zurückgucken, ne? Oder ist ab jetzt Reset? Dürfen wir wieder zurückgucken? Ich hab gar nichts gemacht. Warum? Ich verstehe nicht. Ich bin mal aber gespannt, ob hier. Auch voll der komische, ja. Ich hätte meine kleine. Also, wenn das deine kleine Schwester ist, wenn, so wie ich es verstanden habe. Ich hätte die jetzt gepackt und mitgenommen, Mann. Ich frage mich, ob der anders dumm ist. Nimm doch die Kleine mit. Bruder, ja, dein kleiner Bruder. Mein Ollum halt, oder? Aber, ey, jetzt im Ernst, was soll ich machen? Ich kann nichts anklicken, hier ist alles zu. Wollt ihr mich... Mensch, ey, da fühlt man sich hier wie im Puff, ey. Hammer! I love taking photos. Bilder und guck, ob dein Bruder sich hält. Danke. Scheiß auf den Pisser. Lass mich raus! Gar kein Bock, Mann. Fuck. Ich schwöre. Auf komische Geräusche zu machen. My mom's camera. What's that doing here? Jetzt soll ich auch noch Foto.
Ist das irgendwie so ein... Ist das so ein Ding, wo man so... Wo man die richtige Tür wählen muss? Ich schwöre, Geist, Alter. Ich hab eine Kamera. Boah, hier ist alles voller Blut. Alter, was ist hier passiert? Ich dachte, das hat mit Brunnen zu tun und nicht hier Chainsaw Massacre zu Hause. Der Paparazzi, sein Uwe-Onkel. Schreit er sogar. Bruder, ich hab damit gar nicht gerechnet. Gar nicht. Weißt du, diese Musik ist schon so oft gechillt, als ob so, oh, Spiel ist vorbei, Spiel wird dir nicht noch ein Rennen drücken. Go out! Ui, blöd. Go out. Geh mal an dein Telefon. Jemand mit Tampons. Da hat wohl jemand, ja, Bruder, aber richtig. Oder als Morgenstern benutzt so. Schublech, warum nicht abgewaschen? Discover the truth. Okay. Hat seine Mutter Your father is serving your sentence. But you will serve my sentence. Er hat seine Mutter gekillt, aber warum? Also, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ja. Also doch habe ich schon, weil er gesagt hat, halt Dingens, weil die halt vorher gesagt hat, weil die vorher gesagt hat, du bist schuldig und so ein Kack. Aber das ist, also in meinen Augen, was ich traurig finde, ist, es gibt halt keine, warum? Ich möchte gerne wissen, warum er seine Mutter gekillt hat.